Hallo zusammen! Heute geht es um das Thema, mit dem sich bestimmt schon jeder Mieter, Vermieter und Hauseigentümer beschäftigen musste. Schimmel. Was für Schimmelpilze es gibt und wie Schimmel entsteht und wie ihr ihn bekämpfen könnt, erklären wir euch in diesem Video. Einige Schimmelpilze gehören zu den Humanparasiten und sind oft Erreger von Infektionskrankheiten. Andere sind verantwortlich für Pflanzenkrankheiten, die auch meldepflichtig sein können. Wiederum andere werden aber auch zu Lebensmitteln verarbeitet oder für Antibiotika oder Medikamente gebraucht. Klar sollte man erwähnen, dass die Humanparasiten gefährlich für Menschen sind. Allerdings besiedelt dieser eher selten die Wände eurer Wohnung. Wie entsteht Schimmel eigentlich? Also erstmal ist Schimmel überall zu finden. Im Boden, in der Natur, in Innenräumen und auch in der Luft. Und es braucht kein Licht oder Sauerstoff, um zu wachsen. Da die Antwort auf die Frage zur Entstehung sehr weit ausufern würde, konzentrieren wir uns mal auf den Schimmel in der Wohnung. Der braucht erstmal Feuchtigkeit und Nährstoffe, die aber schon in dem Hausstaub, also im ganz normalen Hausstaub, genüge vorhanden sind. Das große Problem ist also hohe Luftfeuchtigkeit. Die Luftfeuchtigkeit wird begünstigt durch eine ungünstige geografische Lage, zu wenig Wärmeschutz, falsch platzierte Heizkörper und noch vielen anderen Faktoren. Also hier ist gut zu wissen, dass in 10% die Ursache allein in der Wohnung liegt. 30% gehen auf das Konto von falschen Lüften und baulichen Mängeln. Und in 60% der Fälle sind nur bauliche Mängel schuld an der Schimmelbildung. Also, am besten erstmal nach Rissen in der Fassade schauen und undichte Dächer verdichten lassen. Risse in der Fassade sind meistens schuld, denn so kommt viel Feuchtigkeit in die Wände und der Schimmel kann sich sehr stark und gut ausbreiten. Dagegen könnt ihr natürlich selbst wenig tun, meistens. Hier sollte auf jeden Fall ein Fachmann gerufen werden, wenn ihr selbst keiner seid. Wohnt ihr zur Miete, dann gebt am besten euren Vermieter Bescheid. Dieser sollte dann einen Fachmann beauftragen. Was aber könnt ihr selber tun? Klar, wenn es ums Lüften geht. Ganz besonders im Winter, wenn wir in der Wohnung heizen, hat der Schimmel leichtes Spiel. Denn warme Luft kann viel Feuchtigkeit aufnehmen. Trifft diese warme Luft nun auf kältere Wände, dann erkaltet die Luft und schon haben wir feuchte Wände. Experten empfehlen übrigens, die Raumtemperatur überall über 16 Grad Celsius zu halten. Denn hat man einerseits unbeheizte und andererseits beheizte Räume, entsteht hier eine Diskrepanz. Öffnen wir nun die Türen, kann auch hier die Feuchtigkeit der warmen Luft entkommen und schon haben wir das Problem mit der Feuchtigkeit an den Wänden. Also auch beim Lüften darauf achten, dass ihr nie nur einen Raum lüftet, wenn, dann immer die ganze Wohnung. Ihr merkt schon, es wird sehr kompliziert und die Entstehung von Schimmel hat in den meisten Fällen auch mehrere Ursachen. Also kommen wir kurz dazu, wo Schimmel häufig auftritt und dann fassen wir nochmal alles kurz zusammen. Überall dort, wo Wasser fließt, besonders warmes Wasser, im Bad, in der Küche, entsteht häufig hohe Luftfeuchtigkeit und dadurch natürlich der Schimmel. Aber auch in Räumen, wo ihr Wäsche zum Trocknen aufhängt oder wenn ihr ein großes Aquarium habt, solltet ihr besonders viel lüften. Ungünstig sind auch Möbel dicht an der Wand, besonders an Außenwänden. Hier kann die Luft nicht genügend zirkulieren und schon begünstigt ihr die Schimmelbildung. Wie könnt ihr also Schimmel bekämpfen? Bekämpfen könnt ihr Schimmel eigentlich nur, wenn ihr ihn noch vermeidet. Bei Befall von Wänden empfehlen wir euch chlorfreien Schimmelentferner, den ihr auch bei uns im Shop findet. Das Green Hero Schimmelwunder könnt ihr auch in geschlossenen Räumen anwenden und nach 60 Minuten könnt ihr den ausgestorbenen Schimmel einfach entfernen. Außerdem ist dieser Schimmelentferner überall einsetzbar, auch an Möbeln und Polstern, da er ohne Chlor und Gift auskommt. Vermeiden könnt ihr Schimmel mit folgenden Tipps. Bei baulichen Mängeln könnt ihr meist weniger selber tun, also Fachmann oder Vermieter anrufen. Habt ihr schon einen Schimmelbefall, dann solltet ihr erstmal alle baulichen Gegebenheiten untersuchen lassen. Denn was bringt es, Schimmel zu bekämpfen, wo er ungehindert wieder auftreten kann? Lüften ist wichtig, auch im Winter. Aber am besten immer die komplette Wohnung komplett durchlüften und nicht nur einzelne Räume. Dann die Räume wieder alle über 16 Grad aufwärmen, damit nicht zu viele Temperaturunterschiede entstehen. Dann solltet ihr bei einem großen Aquarium und in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit oft und gründlich lüften. Am besten natürlich keine Wäsche im Wohn- oder Schlafzimmer zum Trocknen aufhängen. Möbel nie zu dicht an die Wand stellen, besonders nicht an Außenwände, die im Winter oft kalt werden. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir hoffen, dass euch der Schimmel fernbleibt bzw. ihr ihn gut bekämpfen könnt. Also wenn euch das Video gefallen hat, dann klickt einfach auf den Daumen nach oben oder auch für ein Abo, würden wir uns sehr darüber freuen und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank!
Das Green Hero Schimmelwunder. Das Schimmelwunder gibt's auch im 2-Liter-Pack.